Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal der WichlingBoLP. Mir wieder ein neues Let's Play, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es ein Let's Play wird, aber ich probiere es einfach mal aus. Denn im September gibt es für PS Plus jetzt Plants vs. Zombies kostenlos. Und deswegen Leute, sagen, probieren wir das Ganze einfach mal aus. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in eine Online-Runde und wir sehen uns dann gleich. Okay, wir starten eine Runde, wir spielen Revierübernahme. Da muss man sagen, es ist ein ähnlicher Modus wie Galaktischer Angriff und wir spielen die Pflanzen. Okay, die habe ich bis jetzt noch nicht so oft gespielt. Ja, wir schauen einfach mal, wie es wird. Ich finde es ziemlich schwierig hier erstmal reinzukommen, weil das Spiel doch ja, ziemlich vielfältig ist, also vor allem in den Einheiten und so weiter. Wir haben so 34 Sekunden, so wir probieren mal die Fähigkeiten aus. Wir haben eine Granate. Wir gehen uns zum Geschützzimmer, das kenne ich schon. Da haben wir dann diese Dings, wir können das ja wieder deaktivieren, sehr schön. Und wir haben... Okay, wir können damit ziemlich hoch springen. Können wir damit schneller schießen? Keine Ahnung. Okay, das Spiel beginnt jetzt dann. Wir sehen, ja, wir haben nicht so viel Munition im Magazin. Also es steht unten in diesem Kreis, wir haben 10 Schuss. Das liegt aber daran, dass man unheimlich schnell stirbt in dem Spiel. Und ich finde es auch ziemlich unübersichtlich, gegen wen wir kämpfen, also wo die Gegner sind. Sind das jetzt zum Beispiel Zombies? Ich check das immer nicht so ganz. Ansonsten, oh, what? Wo kommt der Typ hinter mir schon her? Wir sind doch direkt aus dem Spawn raus. Ja, wir können jetzt hier übrigens liegen bleiben und schauen, ob wir respawned werden vom Teammate. Oh mein Gott, die stehen hier überall schon. Okay. Also wir können jetzt hier theoretisch liegen bleiben und respawned werden von Teammates, also revived. Oder wir respawnen einfach selber. Ich würde sagen, wir haben das jetzt so richtig austesten können, von daher. Probieren wir es nur mit dem und dann wechseln wir einfach mal immer wieder durch. Okay, die Dinger fliegen auf jeden Fall auch nicht so schnell wie jetzt zum Beispiel in anderen Shootern. Ist natürlich auch irgendwo klar, wir spielen Pflanzen. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen in Bewegung bleiben oder zumindest auf jeden Fall sehr viel defensiver spielen, dass man es gern dort. Denn sonst stirbt man hier einfach echt schnell weg. Wie gesagt, ich kenne heute das Spiel nicht so gut, deswegen keine Ahnung, wo hier der Gegner oft gerne sitzen. Wir müssen jetzt vermutlich hier mit diesem Bereich einnehmen. Schauen wir mal. Oh no. Ich versuche hier raus zum Kimmer. Es gibt also Heal-Einheiten, damit ist es dann wesentlich einfacher, sie zum Healen. Denn so, ihr seht, es dauert ewig. Ach ja, da ist eine Sonnenblume. Sehr nice, die hat mich hochgehealt, sehr gut. Jetzt sagen wir, schmeißen einfach mal die Granate vielleicht in die Zone hier rein. Oder ich glaube, müssen wir überhaupt erobere die Minen. So, wir reviven ja mal. Wir können jetzt in diesem Bereich stehen bleiben. In der Zeit, wo der revived hat, und können währenddessen uns aber theoretisch wehren, also wir können also schießen und so weiter. Aber wir dürfen halt nicht aus diesem Bereich raus. Okay, die Minen. Keine Ahnung, wo alle anderen sind. Also, die sägt die anderen, aber... Ich sehe hier kein Einsatzziel, deswegen. So, reviven den einmal. Okay, das sind Gegner. Jetzt habe ich es gecheckt. Oha, wir machen sogar so ein bisschen Flächenschaden. Okay, das schaut aus wie eine Mine. Hier müsste er normalerweise... Ach ja, da vorne ist er, Dings. Da müssen wir lang. Ach nee, das ist kein Dings. Hier gibt es, glaube ich, auch Skins, deswegen bin ich oft ein bisschen verwirrt. Wir hauen da mal Granate rein. Wir haben uns ein Geschütz, das ist, wir kannten mal versuchen. Vielleicht hier irgendwo uns gut zum Positionieren und dann irgendwas sauber abzuballern. Ne, mal schauen. Es gibt, wie gesagt, die unterschiedlichsten Einheiten mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten, von daher... Man muss auf jeden Fall reinkommen ins Spiel. Ich glaube nicht, dass ich jetzt direkt so gut spielen wird hier direkt am Anfang. Oh mein Gott, das ist daneben ist auch einer. Okay, haben wir hier mal Granate rein. Und die wart erstmal. Vielleicht kommt irgendwo Sonnenblume. Die mich vielleicht healen können. Okay, warte, was ist das eigentlich für eine Fähigkeit? Ach ja, genau, das war dieses. Vielleicht heal mich dadurch, ja, das kann sein. Die können ziemlich easy ausweichen durch den Sprung. Das kann sein, dass es eine Heal-Fähigkeit ist. Ich habe keine Ahnung, wo hier gerade die Gegner sind. Aber wir sind die Minen erobern, von daher geht jetzt einfach mal rein. Da vorne sind alle Teammates. Wer hat denn die ganze Zeit beschossen von denen? Keine Ahnung. Oh, okay, okay, hier ist das, die Zone. Die müssen jetzt reinnehmen. Ich darf mir sagen, ich suche mir hier einen geilen Spot und da stelle mich auf. Okay, ich bin jetzt schon fast tot. Ich habe keine Ahnung, wo ich abgeschossen werde.
Ich sag den Typen immer noch. Okay, jetzt weiß ich's. Dieser Typ mit einer Armbrust, ich hab das eher Sniper. Okay, wir schauen, eventuell wir können jetzt respawnen werden. Komm, komm. Okay, ne, ich glaube, die haben ja genug zum da. Ich dachte, irgendwie respawnen einfach mal, wobei. Ich glaube, wir rennen jetzt einfach mal rein. Ich glaube, wir haben den eigentlich schon gut genug gesehen. Wir wechseln einfach mal. Denn wie gesagt, wir haben noch einige Einheiten vor uns. Wir müssen uns die Zeit einteilen. Okay, ich glaube, wir haben. Okay, jetzt müssen wir die alte Fort erobern. Dementsprechend. Du weißt nicht, ob wir Gunner haben oder nicht. Mich schauen, gibt es dann außen einen Weg außen rum? Oh ja, gibt's. Sehr nice. Okay, da gehen wir nicht rein. Das schaut nicht gut aus. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind, aber vermutlich müssen wir jetzt erstmal ein bisschen nach vorne. Ich hätte den Bogentypen, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Okay, das ist jetzt trotzdem ein guter Zeitpunkt. Wir wechseln jetzt auf jeden Fall mal. Ich weiß nicht mehr, ob wir heute überhaupt alle Einheiten durchbringen werden, aber wenn euch das Spiel interessiert und ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare oder lasst einfach ein Like, dann könnt ihr uns definitiv öfter auf meinem Kanal bringen. Okay, wir haben jetzt irgendeine Pflanze, Fresspflanze. Ich habe ja das Mobile Game gezockt, auch den zweiten Teil, und ja, von daher, ich kenne die Pflanzen in dem Mobile Game, aber nicht hier. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal ganz kurz die Fähigkeiten aus. Schau, ist ja Granate. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir haben das Ding anscheinend öfter. Vielleicht ist es irgendeine Mine. Haben wir die Fähigkeit immer noch? Keine Ahnung. Ich check mit dem die Fähigkeit nicht so direkt. Okay, aber er scheint ein Nahkämpfer zu sein, zuzubeißen. Oha, okay, wir gehen in den Boden. Das ist praktisch. Okay, den schnappen wir uns. Ich weiß nicht, ob der uns geklaut worden ist. What the fuck, was ist jetzt los? Okay, wir wurden geheilt. Okay, vielleicht ist es ja gut als Fernkampfwaffe, weil er ja so ein Nahkämpfer ist. Ist Asche tot? Okay. Was war das genau mal? Vielleicht da irgendeine Säure, keine Ahnung. Und die mittlere Fechter, genau, da waren wir im Boden. Oh, das hätte ich mir auch eben sehen. Das war Teammate. Okay, ich sag's, ich rede oft nicht so viel, weil ich ziemlich überfordert bin. Okay, ich glaube, da drin sind einige Leute. Oh, ich habe das gerade voll verhauen. Ich hau da einfach mal meine Fähigkeiten rein. Ich glaube, das ist dieses Scan-Dings. Ich habe keine Ahnung, wo hier Gegner sind. Die schießen alle, aber ich sehe keinen Gegner. Okay, erstmal auch zum Team mit vielleicht. Okay, das ist explosiv, das fast ist definitiv der Gegner. Ich hau einfach immer meine Fähigkeiten random raus. Okay, hier ist er. Sehr nice, Hammer. Oh, warte mal, das ist der Gegner. Okay, wir haben den. Und jetzt sind wir tot. Okay, Nahkämpfer sind auf jeden Fall nicht so meine Sache. Aber die scheinen hier in dem Spiel ziemlich stark zu sein, weil die, ich finde, die ziemlich schnell killen. Ich würde sagen, auch wenn wir vielleicht revived sein könnten, wir nehmen einfach mal den nächsten. Okay, den glaube ich kenne ich eher schon ein bisschen. Vor allem aus dem Mobile Game. Aber ich glaube, ich habe mal hier schon mal ein bisschen gesehen. Der hat auf jeden Fall seine Butter. Ich weiß gar nicht mal, was der hier macht. Okay, ich glaube, der scannt hier. Oh ne, ich kann mich schon bewegen. Okay, das war Drohne für den Piraten, glaube ich. Ne, ich bin versucht, nur mit dem anderen gekillt worden. Okay, wir werden auf jeden Fall nur mal spawnen. Es steht 2 zu 2 zwischen uns zwei. Da wird nämlich immer mitgezählt, wie oft man jemanden gekillt hat. Okay, also das linke scheint auf jeden Fall Scan-Fähigkeit zu sein. So schaut es zumindest aus. Das in der Mitte, ich schätze mal, das ist wieder mehr Ultis, von daher probiere ich es noch nicht aus. Das hier ist so eine Art Rakete, okay. Okay, wir müssen den Bohrer zerstören. Müssen wir da einfach drauf schießen oder gibt es da irgendwas anderes, was wir machen müssen? Ui, 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 ich bin am Sterben. Ich bin schon wieder tot, ey. Ich glaube, der Typ hat auf jeden Fall nicht so viel Leben. Und ich schätze mal, dass er ein Nahkämpfer ist, so schnell wie der schießt. Ja, auch gewöhnungsbedürftig. Oh geil, der revived mich direkt.
Nein, er hat wieder abgebrochen. Sehr nice, ich liebe wieder. Okay, der macht aber Spaß, weil der recht schön schießt. Komm schon, ich mach den Kill mit dem. Jawohl. Okay, das war definitiv das Scan. Ui. Oh, ich hab's nur in Deckung geschafft. Oh mein Gott, warum hat er gerade so mega schnell nach rechts gehört? Okay, da hat gerade irgendein Schild platziert. Okay, da ist auf jeden Fall jemand. Reflexe sind doch. Aber auf 2 Sekunden später nach oben gezielt. Okay, der Typ führt mit 2 Kills. Also mit 1 Kill. Ich bin da schon lost. Okay, wir gehen einfach mal hier wieder nach vorne. Ich schieße mal bis auf das Ding, keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen muss. Oh nein, da kommt das explosive Fass. Egal, ich bin tot. Okay, wir haben es irgendwie rausgeschafft. Wir machen da irgendwie ziemlich Flächenschaden. Okay, jetzt probieren wir Ulti aus. Okay, es war doch kein Ulti anscheinend. Okay, wir haben einen. Mein Aim ist so schlecht. Okay, da drüben war einer, ne? Okay, der macht auf jeden Fall Spaß, aber er stirbt sehr, sehr schnell. Ich hab's ja gesehen, wir sind so oft gestorben jetzt. Ich würde sagen, einen probieren wir aus. Okay, der nächste ist der hier. Na, okay, wir probieren ihn doch nochmal aus. Das machen wir eventuell im nächsten Part, wenn ihr Bock drauf habt. Das war's auf jeden Fall mit der Runde Plants vs. Zombies. Ja, ich bin immer noch ein bisschen überfordert, ich kenne... Es ist halt, wie gesagt, ziemlich schwierig, wenn man spielen neu anfängt, hier diese ganzen Spots zum Kennen und zum Schauen, wer sein Team jetzt und wer sein Gegner. Und da muss man die ganzen Fähigkeiten nur reingringen. Ja, aber es scheint auf jeden Fall ziemlich lustig gespielt zu sein. Ich hätte auf jeden Fall Bock davon, immer noch mehr zu machen, wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt. Von daher schreibt es unbedingt in die Kommentare, wer da von mir sein wird. Ansonsten, war's mit dem Party. Ich hoffe, ich fand, wenn ihr dann das gerne ein Like, ein Abo oder dann vielleicht nächstes Mal wieder. Ciao!